In der Berufsschule am Lobachufer versucht die Arbeiterkammer Tirol herauszufinden, wie viel Anerkennung vom Betrieb gibt es für die Ausbildung in der Schule. Das wird bei uns groß gesehen, die Schule. Bei uns wird auch jedes Jahr nach der Schule ein Lehrlingstest gemacht mit Klemmen und Testschreiben. Die Firma will sehen, ob man weitergekommen ist in den 1, 2, 3 Jahren. Das, was wir in der Schule lernen, im theoretischen Teil können wir in der Betrieb praktisch umsetzen. Das sollte seine Vorteile. Eigentlich eine relativ große, weil wir recht spezialisierte Abteilungen haben und da habe ich die Möglichkeit, in allem was lernen. Also bei uns ist es schon sehr wichtig, weil wir doch die Sachen, was wir in der Schule lernen, die brauchen ja auch in meinem Betrieb. Ja, muss schon sagen, Schulunterricht ist schon wichtig. Es ist zwar jetzt nicht alles, es ist viel Theorie dabei, aber von der Praxis her, vom Labor, was wir haben, die ganzen Messungen und so weiter und so fort, das brauchst du auf der Baustelle viel. Also eine sehr große Rolle. Es ist total wichtig, also was für Noten wir haben. Also es muss schon passen, die Noten. Eigentlich schon total viel, zum Beispiel die ganze Theorie, was man über Farbe lernt, über Dauerwelle, kann man auch im Betrieb einsetzen. Es ist relativ schwierig ab und zu das im Betrieb umzusetzen, weil relativ viel in der Schule wird dann beibracht, als wie wenn man wenn die Eltern ein Konzern, also sagen wir ein Geschäft hätten und nachher würdest du da drinnen arbeiten, aber nie in einem so einem großen Konzern wie jetzt zum Beispiel bei mir, ich arbeite beim Hofer und da kann man das schwierig umsetzen, was ab und zu, aber zum Thema Kundenfreundlichkeit oder so etwas, das geht immer. Ja, die Chefin fragt zwar die immer mal nach, aber es ist jetzt nicht das Allerwichtigste von der ganzen Lehre, aber es ist schon ein wichtiger Punkt. Durchwegs positive Antworten. Möglicherweise werden die Befragten durch die Kamera ein bisschen schüchtern und verzichten auf kritische Anmerkungen. Auch die betrieblichen Erfahrungen können für viele im Schulunterricht positiv einfließen. Man kann nicht alles aus dem Theoretischen einfach von der Praxis ins Theoretische umwandeln, aber viel. Ja, das auf jeden Fall, weil in der Betrieb lernst du das praktische Teil und das kannst du mit dem Theoretischen vergleichen. Also in der Praxis schon, also im Labor jetzt schon, aber im Theorieunterricht eigentlich gar nicht. Das ist Neuland. Ja, natürlich, da ich schon im Beruf jetzt, also ich bin jetzt in der ersten Klasse, aber da wir eigentlich schon gut vier Monate davor im Betrieb war, habe ich natürlich vom Betrieb her schon eine gute Grundlage gehabt für die Schule und tue mir da deshalb auch dementsprechend leicht. Eigentlich relativ viel, weil ich schon in gewisse Abteilungen, die was auch die Fächer betreffen, dabei war und da auch ziemlich viel mitbekommen habe, durch die Praxis meistens. Wir tun uns schon viel leichter in der Schule als wir andere. Also man nimmt die ganze Praxis mit in die Schule. Und da in die praktischen Fächer kann man es noch alles umsetzen und dazu lernen. Sehr viel. Also ich lerne in meinem Betrieb sehr viel, muss ich sagen. Ich werde sehr viel gefördert und unterstützt und das kann man dann im Unterricht ganz gut einsetzen. Es kann schon relativ viel einfließen, aber es ist aber wirklich oft nicht ganz einfach. Im Betrieb macht man es halt doch in der Praxis und da lernt man immer, es müsste so und so machen, aber nachher im Betrieb schaut es wirklich ganz anders aus. Ja schon, es hilft mir, bei gewissen Fächern hilft mir das schon weiter. Und es bringt halt schon was, wenn es in einem gerechten Beruf bist. Theorie und Praxis in der Schule sind den Anforderungen am Arbeitsplatz oft sehr ähnlich, aber nicht immer. Von der Theorie her, ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht so besonders oft, muss ich sagen. Die Fächer sind zum Beispiel Netzwerktechnik oder Gerätedatentechnik, die hängen einfach sehr, sehr, sehr viel mit meiner Ausbildung zusammen. Ja, eigentlich schon. Es gibt bestimmte Bereiche, da überschneidet sich sehr viel und es gibt auch Bereiche, da lerne ich immer wieder was Neues dazu. Es gibt immer wieder neue Sachen zum Ausprobieren, was man dazu lernt und da lernt auch der Chef dann dazu. Ohne Kamera hören wir durchaus auch kritische Stimmen und auch einige Disharmonien zwischen Schule und Arbeitsplatz. Aber vor der Kamera scheint es auch mit der Kommunikation im Betrieb großteils zu stimmen. Ja, während der Schulzeit fragen sie halt schon, was wir machen und die Noten werden vorzeigen, mir erzählen. Eigentlich schon. Vor allem der Geselle, der fragt oft, stellt auch Fragen, wie ist das so, wenn es war. Und das sollte man auch beantworten. Und wenn es halt nicht kannst, erklärt es nochmal ausführlicher und besser. Also die Zeit nimmt sich unsere Firma auf der Baustelle, das nochmal zu erklären. Es ist aber unterschiedlich. Weil wenn ich zum Beispiel, weiß nicht, oder so, dann erklären das die Kollegen auch und das kann ich mit dem, was ich in der Schule gelernt habe, vergleichen und das, was wichtig ist für mich, behalten. Ja, das ist schon oft dabei. Also vor allem halt die Noten, wie gut die Noten sein, das ist das Wichtigste natürlich. Eigentlich nicht unbedingt so viel. Na, ein bisschen, normal, nicht viel.
sie wollen auf jeden Fall immer wissen, was ich mache. Sie gehen auch darauf ein. Sie wollen auch unbedingt, dass ich da mal in der Praxis was mache und das dann auch noch von der anderen Seite lerne. Total viel wird geredet. Also richtig viel eigentlich, dass wir uns ja immer einsetzen müssen in der Schule, richtig dabei sein müssen. Fazit dieser Umfrage, sofern die Antworten ehrlich waren, Schule und Ausbildung scheint großteils in harmonischen Bahnen zu verlaufen.